Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dealers Life 2. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich hatte selber auch noch ein bisschen was zu tun. Ne? Haushalt technisch und dies und das und hast nicht gesehen. Man hat ja auch ein Privatleben, ne? Man muss ja auch ein bisschen was im Haushalt machen und so. Ne? Irgendwelche Sachen erledigen, einkaufen gehen etc. etc. pipi. Ne? So Leute, dann schauen wir doch mal, was das letzte Mal hier in meinem Laden passiert ist. Was ich da so gemacht habe. Pfandstein abgelaufen. Der Besitzer hat seinen Gegenstand nicht zurückgekauft. Antike silberne Ohrringe gehören nun dir. Ja, das habe ich letztes Mal schon gelesen. Das stimmt. Experte David hat gerade den Auftrag für alte, juwelenbesetzte Brosche beendet. Es ist authentisch. Der neu geschätzte Wert liegt bei 29.000. Nice. Das finde ich gut. Okay, geil. Ach ja, genau. Mir fällt gerade ein, ne? Ich wollte die Auktion für die nächste Aufnahme hier, ja, lassen. Und, ja, bevor ich hier weiter quassel, erstmal die Facecam an. Moin Moin, hallo. So. Genau, und Moin Moin nochmal hier an einem wunderschönen Samstagmorgen. Ne, guck mal nach draußen, geiles Wetter, ne, schön Sonne, schön warm. Und, naja, warm kann man es nicht mehr nennen, aber, naja, ist angenehm, ne, schöner Herbst und so, ne, die Blätter verfärben sich. Und, ja, ne, erstmal Prösterchen, ne, und... Schauen wir mal im Laden vorbei oder schauen wir erstmal bei der Auktion vorbei? Ich weiß nicht. Erstmal hier im Lager, ne? Erstmal im Lager. Hm. So, das Skateboard. Das ist, ja gut, das ist ja egal. Das lässt sich auf jeden Fall so verkaufen. Das könnte ich auch auf der Auktion verkaufen. Das würde ich gerne auf der Auktion verkaufen. Das hat auf jeden Fall enormen Wert. Nur, das ist leider noch beim Restaurator. Und das ist Kaka. Das lasse ich für den Laden. Das auch. Hm, das ist Pfand. Und das ist auch Pfand. Ah, scheiße. Naja, gut. Na gut, na gut. Warte mal, kann ich hier nicht den Experten einsetzen? Ne, geht nicht, ne? Bei Pfandstücken geht das nicht. Ach, Mist, verdammter. Warte mal, der Experte ist noch 4 Tage im Laden. Der Experte, der Restaurator ist noch bei der Arbeit. Blöde Fliegen, Alter. Ich, boah, Alter. Die nehmen kein Ende, ne? Diese scheiß Fruchtfliegen. Aber egal. Was könnten wir denn? Wir könnten die silbernen Ohrringe im, bei der Auktion verkaufen. Oder die Waffe hier. Nur leider haben wir da keine Schätzung. Wie lange brauchen der Experte dafür? 3 Tage. Ja, aber wenn ich das jetzt mache, ne, dann ist natürlich scheiße, ne? Dann gib mir die Auktion flöten. Ne, machen wir erstmal nicht. Ich glaube, das nehme ich jetzt erstmal für die Auktion, auch wenn wir keine Schätzung haben. So, dann schauen wir doch mal. Auktion. Kanone bei der Auktion verkaufen. Mal gucken, wie der Startpreis ist. 104.000. Okay, ja, das gefällt mir. Das ist eigentlich relativ in Ordnung, sagen wir mal so. So, dann starten wir mal die ganze Chose hier. Leute, zückt mal eure Geldbörsen. Holt mal die Scheinchen raus. Papa braucht Geld. So. $230, $255. Alter, da kommt ja mal was zusammen. Geil, schon über 300.000. Jawoll. Jawollo. Mila Celik oder so hat die Auktion gewonnen für 305.000. Nice. Herzlichen Glückwunsch. Oder Glühstrumpf. Wie auch immer. So, wir haben auf jeden Fall wieder Reibach gemacht. Und Kosten wieder reingeholt. So, dann schauen wir mal. Markus Busch, ich habe gerade dieses Schmuckstück gesehen. Ich habe genügend Geld. Ja, das sieht man. Du hast deine Geldbörse mitgebracht, deine fette, ne? Du willst das alte Skateboard haben. Kannst gerne haben hier. So, wie bist du drauf, Mr. Smaragdauge? Scheint auf jeden Fall ein bisschen geizig zu... Also, ja, geizig zu sein und scheint auch ungeduldig zu sein. Naja. 15.000, sagt er. was sag ich denn? Was sag ich denn? Was sag ich denn? 9.000 ist die Schätzung. Ja gut, könnten wir eigentlich für den Betrag verkaufen, ne? Nur leider haben wir keine Schätzung. Ich versuch's mal mit 20.000. 15.800, dein letztes Angebot. Okay, bitteschön, dankeschön. 6.800 wandern auf mein Konto, lieb. So.
Meine Freunde nennen mich Robert Sözer. Ich will dieses Objekt kaufen. Ich will es wirklich haben. Ich will es wirklich. Okay. Okay, ja gut, dann schauen wir mal. Scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Na gut. Alte mit Juwelen besetzte Brosche hergestellt 1666. Die will er haben. Dann schauen wir doch mal. 36,5 bietet er mir. 36,5. Meine Schätzung. Oder der Experte. Warte mal, hat der Experte die geschätzt? Ja, der Experte hat die geschätzt. Der Experte meinte 40.950. Der bietet mir 36,5. Nee, mein Freund, ich will 41.000. Ups, wieder mal eine zu viel. Nein, ich sage 37. Nee, komm. Du zockst mich hier nicht ab. Nee, Moment. Ich habe mich jetzt total vertan. Die Schätzung liegt bei 29.000. Alter, bin ich denn schon doof oder was? Meine Fresse, ey. Oh, dabei bin ich ausgeschlafen. Leute, was ist los mit mir? Oh Mann, ey. Na gut, okay. Man kann sich ja mal irren, ne? Irren ist menschlich, so. Warte mal, 37.000. Ja gut, okay. Aber ich habe 40.000 gezahlt. Aber der will mir auf jeden Fall über der Schätzung was anbieten. Ich würde Reibach machen, aber auch ein bisschen Verlust, ne? Ach ja, Mann, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt muss ich mal überlegen. Nehmen wir einfach mal die Schätzung. 40.950. Wie wär's damit? Wie wär's mit 37.500? Mann, wenn mir das Ding nicht im Hals hier am Hals hängen würde, würde ich auch die Tastatur sehen. Ein bisschen näher. So, wie wär's mit 39.000? Ich komm dir mal entgegen. Also, okay, bitteschön. Ja, und danke für den Verlust. Schon, ja. 1950 Verlust. Ah, egal, komm. Scheiß was drauf. So, hey, was läuft? Man nennt mich Riley Worthington. Ich bin hier mit etwas. Was? Ich bin hier mit etwas. Ist das nicht groß? Ach so, okay. Okay, ja, sieht nice aus, ne? Getürtes Motorrad, hergestellt 2010. Wird mit dem silbernen Zeitalter der Sammlerstücke in Verbindung gebracht. Episch, sehr guter Zustand, Vergnügen. Okay. Oh, da drückt mir schon wieder die Mucke auf den Ohren, Alter. Obwohl ich die schon leise eingestellt habe. Ich weiß ja nicht, wie das in der Aufnahme klingt. Eigentlich müsste ich das ja wissen, weil ich mir die immer wieder angucke, weil ich muss das ja auch checken, ne? Bevor ich das hochlade. So, schauen wir doch mal, was der Experte denn sagt hier. Der sagt 385.000 und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay. Schauen wir doch mal, was sie dazu zu sagen hat. 550.000 will sie dafür, Alter. Ja, sie scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Ich habe leider hier keine Anhaltspunkte, aber egal. Daran erkennt man es ja, ne? Sie will auf jeden Fall viel zu viel dafür. Nee, Fräulein. Wie wär's mit 300.000? Na, was? Ich denke nicht, dass du dumm bist, aber du willst zu viel. Du willst einfach zu viel. Du Gierige. 540. Nee, Fräulein. 350. Wie wär's damit? Lass mich nachdenken. Ich versuche wirklich entgegenzukommen, aber du denkst ja nicht an. Hau doch ab. Ein bisschen ist mir aus dem Mund gesprungen. Naja, passiert, ne? Gut. Guten Morgen. Man nennt mich Liang Donovan. Oder Donovan. Ich habe hier keine Schmutz. Okay. Der scheint auf jeden Fall ein bisschen Kompetenz mitgebracht zu haben, auch ein bisschen Geiz, so, ne, so ein bisschen, ne. Was will er denn haben? Er will die silbernen Ohrringe haben. Okay, ja gut, dann lass mal verhandeln. Was denkst du, wie viel es wert ist? Ja, meine Schätzung, oder warte mal, ja, der Experte hat die nicht geschätzt, also es ist meine Schätzung. 97.000. Gezahlt habe ich 75. Sagen wir einfach mal so.
Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich akzeptiere das Angebot. Okay, bitteschön, dankeschön. Bei Süd bei Beedle. 22.000 wandern auf mein Konto. Geil. So, was haben wir denn da? Eine Drohne. Eine professionelle Drohne sogar. Alter, die trägt sogar eine Brille. Und eine Krawatte. Ah, ist das geil. Hergestellt 2016. Selten guter Zustand. Vergnügen 7.000. Okay. Na gut, ich habe noch eine Expertenmeinung. Das ist der letzte Kunde für heute. Also fürs Erste, ne? Der Experte schaut sich kurz dagegen an. 6.500. Glaub nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay, 500 weniger als die Schätzung. Als meine Schätzung, besser gesagt. Gut. Wie bist du drauf? Scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Ja, ne? Wir können auf jeden Fall versuchen zu verhandeln. Ja, was sag ich denn da? Wie wär's mit 5.000? Wie wär's mit 5.800, sagt sie. Wie wär's mit 5.350? Ich weiß nicht. Ja, sie kann mein Angebot akzeptieren. Das ist okay. Bitteschön, dankeschön. Melden Sie uns bald wieder, Frau mit Hut. So. Boah, die sind da draußen immer noch am Rumdröhnen, ey. Meine Herren, ey. Und das am Samstag. Ach ja, die Hausverwaltung. Muss dann natürlich wieder den ganzen Laub vom Parkplatz fegen. Naja, muss ja gemacht werden, ne? So. Das hätten wir dann schon mal. So, haben wir irgendwas abgekauft? Ja, die Drohne haben wir abgekauft. Warte mal, das haben wir als Pfand und das haben wir auch als Pfand. Ich habe gedacht, eine von denen habe ich auch abgekauft. Naja. Wie lange braucht denn der Experte nach der Restaurator? Meine Fresse, immer noch, Alter. Ich hab's immer noch mit den beiden. Das regt mich auf. Immer Expertenmeinung und Restaurator. Ne? Ja, ja. Ach, egal. Scheiß mal drauf. Gut, der Restaurator braucht noch 3 Tage. Okay. Gut. Ja, das kann man so verkaufen. Das ist egalo. Tipp des Tages. Du kannst bessere Gegenstände finden, indem du deinen Ruhm erhöhst. Dies erreichst du, indem du deine Fähigkeiten erhöhst und dein Geschäft aufwertest. Ja, ja, das ist mir bewusst. Ich könnte mal meine Fähigkeiten verbessern. Ne? Kostet mich jetzt mittlerweile wieder eine Stange Geld, aber wir können uns auf jeden Fall leisten. Ich hole mir mal ein bisschen Charisma und ein bisschen Glück dazu. Ne? Dann haben wir alles auf einer Stufe. So, jetzt haben wir ein Ruhmlevel erfahren. Ja, okay, haben wir schon ein bisschen länger. Und die Ehrlichkeit, die geht langsam ein bisschen flöten, ne? Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir wieder zu tief sinken. Was kostet denn das nächste Geschäft? 400.000. 12.000 die Woche. Bekanntheitsgrad plus 1, Inventargröße plus 0, Arbeitsplätze plus 0 und Anzahl der Kunden plus 1. Das Designparadies. Na, ich sag mal so. Wir könnten uns das leisten, ja, aber ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Inventargröße und noch einen Arbeitsplatz mehr. Dann könnte ich vielleicht noch einen Werbefachmann oder Profiler oder irgendwas in der Richtung, ne? Oder Glückspilz oder sowas. Könnte ich noch einstellen. So, dann weiter im Geschäft. So, was haben wir denn hier? Achso, das ist jetzt der Typ. Danny Griffin. Scheint auf jeden Fall ein bisschen Kompetenz mitgebracht zu haben und scheint auch ein bisschen geizig zu sein. So, dann lass doch mal sehen hier. Antike silberne Brosche, hergestellt 901, wird mit der Wikinger-Ära in Verbindung gebracht. Okay, legendär, bla bla bla, 120.000. Was haben denn die anderen? Erstmal durchgucken. Sie will was kaufen, okay. Sie hat mitgebracht Sashis Eisbogen, hergestellt 2011, legendär, schrecklicher Zustand. Okay, da haben wir keine Schätzung, da könnten wir den Experten dazu holen. Ja, Mr. Telefon im Haar hat Golfschläge anscheinend mitgebracht, ja, hergestellt 2002. Ja gut, das ist selten, aber, naja, von der Schätzung her ist es nicht so, naja, ne, ist
Es ist auf jeden Fall ein Gegenstand für den Laden. So, der hat mitgebracht einen kristallenen Schädel aus der Renaissance hergestellt. 1592 wird mit der Suche nach dem Stein der Weisen in Verbindung gebracht. Gehörte George Taipei. Okay, da haben wir auch keine Schätzung. Könnten wir auch... Wir könnten auf jeden Fall hier auch eine Expertenmeinung hinzuziehen. Gut, da sind wir wieder bei dem. Wie viel Platz habe ich jetzt noch? 7 Plätze, okay. Dann lass mal sehen, was wir machen können. Okay, da haben wir eine Schätzung. Dann lass mal sehen. 120.000 sollten passen. Der will genau die Schätzung. Okay. Wie wär's mit 90.000? 110.000 ist besser. Wie wär's mit 95.000? 106.000, sagt er. Sein letztes Angebot. 14.000. Naja, gut, das ist auch eine schöne Hausnummer. 14.000 ist okay. 14.000 ist okay. Gut. Mach was Schönes mit dem Geld. Kauf deiner Frau was Schönes oder so. Wer weiß, ne? Vielleicht will sie ein paar teure Schuhe, ein paar teure Taschen oder sonst irgendwas haben, ne? Also, worauf Frauen, ne, so stehen. Louis Vuitton, ne? Und keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Ich kenne mich mit den Scheiß nicht aus. So. Sie will was kaufen. Erstmal gucken, wie die Helga Nimoy drauf ist. Sie scheint auf jeden Fall ein bisschen kompetent zu sein. Also, ne, sie scheint kompetent zu sein. Sagen wir mal so. Sie scheint aber auch auf demselben Level geizig zu sein. Na gut. Aber sie will was kaufen. Und zwar die Drohne. Gut, dann lass mal verhandeln. 7.100. Erstmal gucken hier. 5.300 habe ich gezahlt. 6.500 ist es wert. Sie bietet mir 7.1. Wären 600 plus nach der Schätzung. Und ich hasse Mathe. Oh Gott. Egal. Auf jeden Fall würde ich da Gewinn machen. Ja gut. Nehmen wir an. Heute ist ein schöner Tag und ich bin auch gut drauf. Und 1750 wandern auf mein Konto. So. Heidi Tian, ich habe meine Handtasche aufgeräumt und fand dabei etwas Wertvolles. Okay, du hast einen Bogen in deiner Handtasche gefunden? Okay, na gut, wenn das ein faltbarer Bogen ist, dann passt er mit Sicherheit da rein, ne? Wer weiß das schon. Gut, da wollte ich auf jeden Fall eine Expertenmeinung hinzuziehen. Der Experte sagt 106.000 und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay, aber es ist im schrecklichen Zustand, also müssten wir auf jeden Fall mal ein bisschen weniger zahlen. So, erstmal gucken, wie die hier drauf ist. Scheint auf jeden Fall ein bisschen Geiz mitgebracht zu haben und scheint auf jeden Fall Sachen über zu bewerten. Ja, ne? So ist es auch der Fall. 167.000. Mann, ey. Wie seid ihr denn heute wieder drauf? Leute. Was sagen wir denn da? Ne, wie wär's mit 85.000? Behandle mich nicht wie ein Idiot. Ich behandle dich nicht wie ein Idioten. Du behandelst mich wie ein Idioten, indem du sagst dir, ich möchte 164.000 haben. Blöde Kuh. Okay. 156.000, Alter. Die hat doch den Arsch offen, ey. Ich sag die Schätzung. 106.000, wie wär's damit? 142, Alter, ey, du bist doch bescheuert, ey. Weißt du was? Geh nach Hause damit, Alter. Geh damit Schweine jagen oder so, ey. Aber nicht mich. Mich kannst du damit nicht jagen. Mich kannst du damit eher wegjagen. So sieht's nämlich aus. So, Maximilian Stinson. Ah, okay, Stinson. Ja, ich guck grad die, erneut die Folgen von How I Met Your Mother und Stinson, ne, Barney Stinson, ne, man sagt, es sagt auf jeden Fall ja einigen was, ne. Der Bims-König, ne, also der Bimser von How I Met Your Mother. Okay, gut, bevor wir jetzt abschweifen. Maximilian Stinson hat auf jeden Fall ein bisschen Geiz mitgebracht, okay, die Golfschläger hat er dabei, ne, okay. 4.450. Er scheint auch Sachen zu überbewerten. Mein Freund, guck dir die an, Alter. Wie lange hast du damit gespielt, Alter? Wie lange hast du damit in den Rasen gehauen? Bevor du den Ball getroffen hast. So. Dann würde ich sagen 1.500. Ups.
4300. Alter. Jung, was ist mit dir los, ey? Wollt ihr mich hier wieder durch den Kakao ziehen, nur weil ich so viel Kohle hab, ja? Ihr wollt mich wieder ausziehen hier, bis auf das letzte Hemd, ne? Nee, ist nicht. Ihr bekommt noch nicht mal meine Schuhe. Oder die Schnürsenkel davon. 4300, Alter, die sind doch mal... Alter, die sind gierig, die Leute, ne? Wie wär's mit 2000? 4000... Alter, ey. Nee, komm, mehr als 2500 biete ich dir nicht. Sagt er. Wir sind immer noch nicht dort, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass wir uns alle... Ja, du mich auch. Ach, ja, ey, immer diese Gierigen, ey. Franz Ora, was? Oraweg. Okay, Franz Oraweg. Scheint auf jeden Fall ein bisschen kompetent zu sein, aber nicht sehr geizig und scheint auf jeden Fall ungeduldig zu sein. Da wollte ich auch den Experten hinzuziehen. Natürlich kein Anhaltspunkt. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Dann lass mal verhandeln. 720.000 Euronen, Alter. Boah. Das ist mal eine Hausnummer, die du haben willst, wa? Ach ja, okay. Blöde Fliege. Fliegt mir wieder im Gesicht rum hier. Wie wär's mit 400.000? Mehr biete ich dir nicht. Beleidige mich nicht. 670. 640. Mit der 7 und mit der 4 habe ich es natürlich auch wieder so mein Ding. Ist aber auch mein Ding, ne? Was mich irgendwie manchmal ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch nicht warum. So. 450. Mehr biete ich dir nicht. Das ist mein letztes Angebot. Dein letztes Angebot sind 570.000. Ja, wer weiß, wie viel das Ding, ne, überhaupt wert ist. Ich könnte da den Experten dran setzen. Wagen wir es oder wagen wir es nicht? Ah komm, nehmen wir an. Nehmen wir an, ist ein gutes Teil, damit machen wir mit Sicherheit Reibach. Aber wir haben ein bisschen Verlust gemacht. Naja, halb so wild, ne? Wir sind ja noch im grünen Bereich. So sieht es nämlich aus. So. Verkäufer einstellen. Wow, wir können sogar Verkäufer einstellen. Verkäufer können sich um deine Kunden kümmern und gewähren dir damit passiv mehr Charisma. Nice, aber ich habe leider keinen Arbeitsplatz frei, sonst würde ich einen einstellen. Das wäre nice, da könnte ich mich rein theoretisch um was anderes kümmern. Ja gut, dann hätte ich aber weniger zu tun, ne? Ich glaube, ich kann sogar mehrere Geschäfte aufmachen. Kann das sein? Warte mal, wie war das nochmal? Ne, hier nicht. Hier. Ne, Moment. Irgendwo konnte ich hier, glaube ich, mehrere Geschäfte aufmachen, bin ich der Meinung. Gab es das nicht irgendwie, die Funktion? Was ist das hier? Ach, das ist die Statistik. Ja, stimmt. Was ist das hier eigentlich für ein Feature, was die da reinhauen wollen? Schade. Ich glaube, ich kann mehrere Geschäfte betreiben, nur ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, das war mal da. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen, ne? Keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch irgendein Update oder so, dass man mehrere Geschäfte betreiben kann oder so. Keine Ahnung. Gut. Erstmal kurz gucken. Das ist im guten Zustand. Ja gut, das war eigentlich ein relativ gutes Geschäft, nur... Wir haben leider keine Schätzung. Was wird mich dann denn kosten? 43,5. Dann wäre dann in 3 Tagen fertig. Ja, machen wir. Wie lange braucht der Restaurator noch? 2 Tage. Okay, dann gehen wir doch noch 2 Tage lang ins Geschäft. Yvonne Cooper, ich besitze etwas. Schau's dir an und sag mir, ob du es haben willst. Na gut. Schauen wir doch mal. Verziertes mittelalterliches Katana. Hergestellt 1505. Gehörte Martin Luther Price. Okay, episch guter Zustand. 300.000. Wir haben mehrere Kunden. Da gucke ich erstmal durch.
Sie hat mitgebracht eine alte Trophäe, hergestellt 1708, wird mit dem Mughalreich in Verbindung gebracht. Gehörte Bob Marley. Bob Marley. Ach ja, der legendäre Reggae-Sänger, ne? Mit seinen beliebten Songs wie I Shot the Sheriff. Eigentlich war das ja ein Coversong, ne? Aber naja. Ich habe auf jeden Fall das Best-of-Album hier und den höre ich immer noch gerne. Seine ganz alten Lieder. Naja, legendär, sehr guter Zustand. Schätzung haben wir keine. Okay, das müssen wir uns merken. Okay, sie will was kaufen. Er hat mitgebracht. Mittelalterliche, mit Juwelen besetzte Brosche. Hergestellt 1288. Wird mit der Yuan-Dynastie in Verbindung gebracht. Gehörte Video Kojima. Video? Ist das ein Vorname? Okay. Episch schrecklicher Zustand. 190.000. Okay. Was haben wir denn noch? Mittelalterliche goldene Brosche. Hergestellt 1258. Episch guter Zustand. 19.400. Okay. Sie hat ein Pfandstück mitgebracht. Sie will was verpfänden. Mittelalterlich verzierte Rüstung, hergestellt 1248. Legendär, schlechter Zustand, 71.000. Okay, wir haben überall eine Schätzung. War hier die Schätzung? Ja, war. Okay, dann schauen wir doch mal, wie die Leute drauf sind, wie die Yvonne drauf ist. Scheint auf jeden Fall geizig zu sein, ungeduldig und scheint Sachen zu überbewerten. Na gut, ich soll ihr erst meinen Preis nennen. Okay, ich nenne dir meinen Preis von 200.000. Lass mich nachdenken. Es bringt doch alles nichts. Zeit zu gehen. Was, Alter? Ist nicht genug? Alter. 200.000 habe ich ihr geboten. Hallo? Damit kannst du eine... Ey, damit kannst du... wer ist das hier? Ne? Doktor studieren, Alter. Wenn das überhaupt so viel kostet. Ich weiß nicht, wie teuer so eine Doktorarbeit ist. Beziehungsweise überhaupt so ein Studium. Aber ich schätze mal so um den Dreh, ne? Was läuft? Man nennt mich Shirley Falcon. Okay. Sie scheint kompetent zu sein und nicht sehr geizig. Sie hat ja diese Trophäe mitgebracht. So, dann, Moment, haben wir da eine Expertenmeinung? Nein, haben wir nicht. Da wollte ich auf jeden Fall die Expertenmeinung einholen. Und der sagt 500.000, Alter. Wow. Wowi, wow, wowi. Wowawiwa. Wowawiwa. Er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Ja gut, dann lass doch mal verhandeln. So, ich glaube, das ist heute der letzte Tag, also für diese Folge. Denn ich habe hier noch ein bisschen was im Haushalt zu tun und das muss auch getan werden. Später bekomme ich noch Besuch. Ja, dann lass doch mal verhandeln hier, mein Wertester, ne? Mein Wertester. 450.000, sagt sie. Nee, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Wie wär's mit 300.000? 385.000. Wie wär's mit 325.000? Also, glaub nicht, dass wir uns irgendwie einig werden. Alter, was, Alter? Ja, dann... Dann versuch's doch woanders zu vertickern. Okay. Phoebe Norris hat viel Geld mitgebracht. Und ungeduldig scheint sie zu sein. Okay, was willst du denn haben? Die will die antike Brosche haben. Okay, dann lass doch mal verhandeln. Das macht auf jeden Fall das wieder wett, ne? Was ich vorhin verpasst habe, ne? Was die Kunden halt überbewertet haben. Ne? Die wollten halt ein bisschen zu viel haben. Ne? So, ich warne dich. Ich werde nicht zu weit von meinem Angebot von 168.000 abweichen. Okay. Na gut. Ich habe 106 gezahlt. 120 soll es wert sein. Da machen wir auf jeden Fall 48.000 plus. Ne? Wie wäre es mit einer runden Summe? 170.000. Also, ich denke, dein Angebot zu... Ja, ich kann dein Angebot akzeptieren, das ist toll. 164, wollte ich schon sagen. 64.000 wandern auf mein Konto. Geil. Geil, 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 geil. So, der James Wilde, sag ich einfach mal.
Der wilde James. Der wilde James. Scheint auf jeden Fall nicht sehr kompetent zu sein und bei den anderen Dingen natürlich wieder kein Anhaltspunkt. Aber egal. Mittelalterliche mit Juwelen besetzte Brosche war das ja, ne? Schätzung haben wir da, okay. 190.000. Was willst du denn dafür haben? 260.000, okay. Damit haben wir wieder jemanden, der Sachen überbewertet. Die finde ich am... Ja, die habe ich am liebsten, ne? Die habe ich am liebsten. So, aber ich muss ja auch ein bisschen was verdienen, ne? Deswegen... Ne, bin ich auch manchmal ein bisschen, ne, so drauf, dass ich halt ein bisschen mehr haben will, so, ne. Aber nicht sehr viel, nicht sehr viel. Manchmal habe ich meine Tage, ne, da will ich ein bisschen zu viel haben. So, aber heute bin ich immer wieder ein bisschen gut drauf und, ja, bin dann mal ein bisschen fair. So, aber wir schauen jetzt mal, was wir dafür ausgeben könnten. Wie wär's mit 175.000? Ich weiß nicht. Okay, abgemacht. Was, Alter? Der will 260.000, Alter. 260.000 und dann nimmt er das Angebot an. Hä? Da muss ich mir am Kopf kratzen, ey. Das ist doch ein Witz. Naja, gut, okay. Dann haben wir halt 175.000 ausgegeben, ne? Und nicht das, was er haben wollte. Naja, gut. Ja, ich sag mal, ne, Win-Win, ne, er hat ein bisschen Gewinn gemacht, ich hab, sehr wahrscheinlich auch was Gutes erstanden, ne, und, ja, mach damit vielleicht noch irgendwas, ne, irgendwie ein bisschen mehr, sagen wir mal so, ich mach da auf jeden Fall ein bisschen Reibach, schätze ich mal. Okay, Madeline Rowe, sie hat in ihrem Schrank, also sie hat ihren Schrank aufgeräumt und fand etwas Einzigartiges. Okay, wie bist du drauf, Madeline Rowe? Oder Rowe? Sie scheint auf jeden Fall kompetent zu sein und auf derselben Schiene geizig. Okay. Brosche. Schätzung haben wir auf jeden Fall. Dann lass mal verhandeln. Nenn mir zuerst einen Preis. Okay, ich nenne dir zuerst meinen Preis. Wie wär's mit 15.000? Nee, Moment. Momentum Mundo. Wie wär's mit 13? Sagen wir mal, erst fangen wir mal mit 13 an. 32,5? Alter! Ja, sie scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. sie will auf jeden Fall zu viel. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Wie wär's mit der Schätzung? Sagen wir mal die Schätzung. Ups. Ich hab's wieder mit der Null hier, ne? Ich weiß nicht. Nein, danke. Ich bin raus. Okay, ja, dann verpiss dich doch, ey. Hau rein, ey. Okay. Jatsja Sawicki. Jatsja oder... Ja, Jatsja Sawicki. Ich habe hier etwas Wertvolles. Ich möchte diesen Gegenstand verpfänden. Ja, diese mittelalterlich verzierte Rüstung. 71.000. Okay. Das ist die letzte Kundin für heute, oder? Wenn ich mich nicht irre, ja, ist er. Erstmal gucken, wie sie drauf ist. Er scheint auf jeden Fall geizig zu sein. Was sagt denn mein Experte dazu? Experte schaut sich kurz die Gegenzahl an, bla bla bla. 60.000, also 11.000 weniger und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Ja gut. Dann lass doch mal den Tag ausklinken, ne? Und schauen wir mal, was wir hier noch ausgeben könnten. Beziehungsweise, was wir ihr leihen könnten. Ich bin ja ein Pfandleihhaus und sie will was verpfänden. Legendär, schlechter Zustand. Okay, das ist legendär. Legend, es kommt gleich. Der. Barney Stinson. So, was könnten wir ihr denn geben? Wie wär's mit 35.000? Ein bisschen mehr als die Hälfte. 48,5. Wie wär's mit 37,5? 46.000. Wie wär's mit 39.000? 44.000? Oh Mann. Na gut, komm, geben wir es ihr. Vielleicht brauchst du das, ne? Um vielleicht ein Auto abzubezahlen oder so. Ne, wer weiß das schon, ne? Für irgendwas können die das immer gut gebrauchen, ne? Man braucht ja immer Kohle, ne? So sieht's nämlich aus, Leute. So. Ich werde mich jetzt verabscheuen.
und sage Dankeschön fürs Zusehen. Bewertungen nicht vergessen. Abos raushauen, wenn ihr möchtet. Ich zwing keine. Ihr könnt es machen, wie ihr möchtet. Ne? Wenn ihr mich abonnieren wollt und meine Videos euch gefallen, könnt ihr es gerne machen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, ne? Etc. Pipi, ne? Und ich sage dann mal ciao. Mit au.